Es kann sein, dass wir eventuell... Hola, Shagan. Hörst du mich? Ich höre dich. Grüß dich, Bitcoin. Hola. Ich glaube, es wird wieder Zeit. Für was? Es wird wieder Zeit für das Kaligramm. Was redest du da? Es wird Zeit, wieder die Stadt aufzuräumen. Wie kommst du da drauf? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und unsere Prime hatten wir zusammen. Bist du noch dran? Ja. Ich komme nach dem Vendetta-Gespräch zu dir. Okay, bis gleich. Adios. Mr. Bitcoin, was kann ich für Sie tun? Ich will, dass ihr euch bei mir entschuldigt und mir meine Sachen gibt. Bei Ihnen entschuldigen? Welche Sachen? Meine 50er. Welche 50er? Die versprochenen 50er, die ich bekomme von Dadash. Die gibt's nicht. Dann werde ich dafür sorgen, dass die ganze Stadt euch jagt. Sollen Sie mich jagen? Soll sich jemand trauen, mich zu jagen? Das ist ja das Problem, Mr. Bitcoin. Ich sage Ihnen eine Sache. Jungs, bitte. Chill doch, Bruder. Okay, vielleicht doch kann einfach, ich doch. Bruder. Der Mann genug ist, gegen uns überhaupt was zu machen. Es macht niemand was. Ich gehe an einen Ort. Oh, Dadash. Alles, man hört euch hier draußen. Hast du eine Minute, Dadash? Können wir reden, Dadash? Lala, Jungs, immer bitte, so. Chill doch mal, Junge. Sie sind der einzige Mann, der wenigstens ein bisschen gegen hat. Deswegen mache ich sie. Junge, aber Lala. Das Problem ist, was ich mit Staat mache. Weil Staat hat mit uns nichts zu tun. Was wir unsere Geschäfte machen mit Staat, ist andere Geschäfte, was wir mit ihnen machen. Und Waffen kriegen sie, sie haben 100 Waffen bekommen, mehr kriegen sie nicht. Ich will 50er. Das gibt's nicht. Dann will ich einen Diplomatenstatus, unantastbar. Den Diplomatenstatus müssen sie sich selber arbeiten. Nein, muss ich nicht. Ich fordere das von euch. Sie können mit Präsidenten reden. Sie können mit drohen, so viel sie wollen. Sie können mich jagen, sie können mich finden. Aber den Diplomatenausweis kriegen sie nicht. Dann muss ich sagen, dass Dadash langsam die Stadt verlassen sollte. Bringen Sie mich dazu, Mr. Bitcoin. Das werde ich. Adios. Adios. So, was geht momentan in der Stadt vor sich? Keine Ahnung, sag du es mir. Also ich habe gehört, beziehungsweise was mir zugetragen worden ist, dass zwei Parteien, zwei große Parteien, mit mehreren Familien gegeneinander schießen. Sadatara und Mobi. Tatadar und MOB gegen ATK, Ballers, Vendetta. Und? Gegen ATK? Was hat ATK damit zu tun? Tatsächlich ist es, ATK auch dabei. Jiggy war ja dabei. War ATK auch dabei? Weiß ich nicht. Ich hab da nur. Nee, ich glaub nicht. Also, ich glaub, die waren da nicht, ne? Also ich hab da echt nur die vier anderen gesehen da. Mir wurde das so zugetragen, dass auch ATK irgendwie dabei ist. Theorie da? Nee. Mir wurde auch irgendwie gesagt, ihr seid auch involviert. Wir sind involviert? Ja. Nein. Gar nicht? Oh, definitiv null. Also auf der Seite von Vendetta, Ballers und ATK. Was? Klar, ich kämpfe gerne mit ATK zusammen. Ich liebe die. Dankeschön, Flash. Vielen, vielen Dank. Welchen Grund hat eine ehebare Familie, sich da involvieren zu lassen? Ich weiß es wirklich nicht. Also wir haben ein Angebot bekommen. So ist es nicht. Von wem? Von allen Seiten, um ehrlich zu sein. Um für deren Seite zu kämpfen? Richtig. Und was habt ihr gesagt? Dass ich für meine eigene Seite kämpfe. Eis, dankeschön. Und was ist deine eigene Seite? Siehst du nicht die Männer hinter mir? Wollt ihr mir sagen, ihr OGs habt ernsthaft überlegt, auf eine Seite zu gehen? Und wollt fragen, auf welche wir gehen? Nein. Ich glaube, Sergen will mir etwas anderes sagen. Ich bin auch nicht, ich habe keiner Familie zugesagt. Oder keiner Partei, die auf jeweiligen Seiten kämpfen, gesagt, dass ich mit denen zusammen kämpfen möchte. Noch eine Sache. Wieso ruft Rommel Breitenberg an und sagt, Bruno will zu Kali und er will mit uns reden? Was ist das für ein Scherz? Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts davon. Wo ist Rommel? Ist er hier? Ist Rommel hier, Jungs? Der steht da hinten, glaube ich. Aber er ist kein Scherz, kann ich so sagen. Was? Er meinte, Bruno will die Familie verlassen, er will einen Blattort und will zu Kali. Ja, er ist aus der Familie. Also, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er zu Kali will. Ist keine Lüge. Aber wieso Kali? Was hat er denn mit uns zu tun? Keine Ahnung. Hat jemand seine Nummer? Bruno? Sie? Nee. Sie haben nicht von Bruno die Nummer? Nee. 750011. Ist das der Familie oder hat er ein Blattout? Der ist aus der Familie.
Er ist nicht wahr. Warte mal, Sergen, du weißt nicht mal, dass Bruno aus deiner Familie ist? Ich war 2 Tage nicht da. Wallah, dieser Zwölfer, ne? Also haben sie es verschlafen, dass einer ihrer ältesten Mitglieder raus ist? Ja, das ist Sommerpause, Sommerpause nennen wir das. Ja, aber wenn es eine Sommerpause ist, ich würde es gerne selber wissen von Rummel. Ob das ernst gemeint war oder nicht. Wann war das denn, Breitner? Ich kann es nicht einschätzen. Wann habe ich Ihnen das erzählt, Mr. Betrüger? Vor 4, 5 Stunden? Wie ich ihn kenne, würde ich sagen, ist nicht ernst. Also ich schätze Rommel als jemanden ein, der sich hier sowieso nicht alles ernst nimmt. Und wenn er das gesagt hat, dann eh auch Spaß. Ja, wie gesagt, ich müsste, wenn dann selber mit denen mal reden. Ich habe heute selber nicht mit Rommel reden können. Der steht seitdem ich da bin, heute da in dieser Ecke. Wisst ihr überhaupt, wegen was dieser Konflikt gerade ist? Nein. Du? Genauso wenig. Irgendwie, ich weiß nur, dass MOB gegen ATK ein Problem hatte und dann sind immer mehr Familien dazu gekommen. Angefangen, eine dazu zu holen und dann Kettenreaktion. Und wann soll das aufhören? Ich weiß es nicht. Die wollen sich jetzt beide bekriegen. Und ich verstehe nicht, warum so viele Familien involviert werden. Da müsste eigentlich ein Schlussstrich gezogen werden. Und wer soll diesen Schlussstrich machen, Sergen? Michi, dankeschön. Ich habe tatsächlich an mich gedacht. Und? Und tatsächlich weiß ich nicht, ob ich das alleine schaffe. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt ergibt alles Sinn. Oh, Ambo. Sergen, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie sich immer von dem inspirieren lassen, was Sie sehen? Was meinen Sie denn? Sie übernehmen immer die Ideen oder die Mechaniken, die Sie bei anderen sehen. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Deswegen auch Kaligramm. Ich kann das auch alleine tun, Breitenberg. Wie kommt es zu Ehre, Meinerschaft? Andere, wie geht's euch? Gut, Rommel. Momentan ist die Stadt in einem Ausnahmezustand. Das Problem des Ganzen ist dieser Davis-Pakt. Sagen. Diese Probleme werden immer wieder kommen. Was ist dieser Davis-Pakt und dieser komische Pakt da oben in dieser... Ganz einfach. Wenn auf die geschossen wird, können die alle auf einen schießen. Und was hat Vendetta damit zu tun? Das ist das, was ich auch nicht weiß. Dieser sogenannte Davis-Pack, naja. Wird es lange nicht mehr geben. Wieso? Das werde ich Ihnen garantieren. Information. Und ich habe eine Information, dass ein, naja, heute war ein sogenannter Duganda bei mir und wollte mit allen Mitteln versuchen, dass ich ihn helfe, naja, Kali zu zerstören. Und ich habe heute mehrmals Breitmann angerufen, direkt danach. Wollten diese Information geben. Dachte mir, das passiert was. Ach, das war das, worüber Sie sprechen wollten. Ja. Da haben wir gerade eine Besprechung. Ich habe gesagt, es ist sehr wichtig. Und ich wusste nicht, dass, naja, vielleicht mit dieser Information irgendwas retten kann, weil ich wusste, dass Sie gerade im Konflikt mit der Polizei sind. Ich habe Duanga gesehen, er hat wirklich versucht, Fallen zu stellen, das stimmt. Wer? War Duanga? Aber leicht auszutricksen, Leute. Er macht alles. Er meinte, mir ist scheißegal. Ich mache alles, damit ich Kali zerstöre. Und meinte, hilf mir als Rommel, nicht als OG, nur als Rommel. Meine ich, ja, ich probiere mein Bestes, hab gesagt, gib mir ein bisschen Zeit. Und hab dann, ja, jetzt versuche ich ein Doppelspiel zu spielen. Mit ihm gut zu werden und versuchen, weitere Informationen rauszuholen. Naja. Egal wie schlecht wir miteinander waren oder generell, wir als Kriminellen in dieser Stadt. Eins dürfen wir nicht vergessen. Wenn das PD anfängt, gegen uns zu arbeiten, müssen wir irgendwie zusammenhalten. Und ich glaube, ich wollte mit diesem Zeichen mal auch einsetzen, dass die Vergangenheit komme und egal was passiert ist, trotzdem man sich da helfen sollte. Und was sagst du zu dem Packrommel von MOB und Satudara? Wie? Die haben auch einen Pack miteinander. Ich habe nur von Davis Pack gehört, ehrlich gesagt. Es gibt anscheinend jetzt auch einen anderen Pack. Da gibt es noch die Cousins und dann gibt es noch die Dadas. Wieso zum Teufel ist hier in der Stadt so viel los? Was uns gefährdet? Was sagt ihr zu Dadas?
Gefährlich. Gefährlich? Sehr, sehr ich bin gefährlich. Den ganzen Tag im Krieg mit denen. Die haben gerade eben versucht, mich niederzuschießen, hier vor ihrem Anwesen. So, danke schön. Was ist das Problem? Warum wollen die euch angeln? Nur wegen dieser Hundewaffen? Ich wäre dabei im GmbH-Anwesen. Habt ihr alles mitbekommen? Ja, unter anderem. Und ich habe jemanden Geld weggenommen, ihn niedergeschossen und ausbluten lassen. Aber irgendeiner von denen hat es trotzdem gesehen. Okay. Sergen. Ja? Willst du die Familien sanktionieren? Ich habe theoretisch drüber nachgedacht, ja. Helf mir mit Dadasch. Ich helfe dir mit den Familien. Wie soll ich gegen Dadasch vorgehen? Starkes Angebot. Das sind drei Leute. Irgendwelche Vollidioten-Brüder, die nicht mal richtig Deutsch sprechen. Die rumlaufen mir da 24 Stunden, 80% von ihrem Wortschatz ist Dadasch. Der Rest ist gequerte Scheiße, was aus jemand rauskommt. Ja, und Baba. Und Baba, richtig. Soweit ich weiß, kein Rommel, die Dadasch spielt. Das hat nichts mit Kaligramm zu tun, Chat. Entspannt euch mal jetzt bitte. Ja, ich kenne sie so gut wie jeder in dieser Stadt. Ich habe im letzten Gespräch bekommen, dass sie von den IAA sind. Wer? Diese Dadasch-Leute? Ja. Ja, richtig. Ja, mit ihr was zu tun. Das heißt, die kontrollieren quasi jede Macht, also jede Struktur, was mit dem Staat zu tun hat. Das heißt, wenn man sich mit denen anlegt, hat man auch mit dem Staat zu tun. Das heißt, man muss da sehr stark agieren gegen die. Ich habe heute das ganze DOJ und die komplette Polizei niederschießen lassen von Hermanos. Und die sagen, die Dadasch, ach, die sagen, die haben gegenseitig nichts zu tun miteinander, aber ich weiß, die lügen. Also Mr. Bitcoin, nicht, dass Sie das falsch verstehen. Wir als Mitgrüße und stärkste Familie sehen uns dafür verantwortlich, einen Strich durch die Rechnung zu ziehen. Ich weiß. Familie, ne? Ich weiß. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das. Das ist eine Zweckgemeinschaft. Das soll hier keine brüderliche Liebe werden. Korrekt. Deswegen habe ich aber auch gesagt, wenn ich euch helfe, dann will ich auch eure Hilfe. Wie kann man am besten gegen diese Dadasch vorgehen? Systematisch. Habt ihr schon erkannt, worauf die Stärke von Dadasch beruht? Ja. Wieder wäre. Bündnisse aufbauen und gegenlenken gegen die Familie, die wurde. Nein. Wir müssen einfach nur das DOJ schlafen schicken. Dann kommen die. Das ist es. Ich habe heute den ganzen Tag versucht, Dadasch zu erreichen. Keiner ist da gewesen. Ich habe einen Schuss in Richtung DOJ gefeuert. Auf einmal waren Dadasch Spider-Man auf allen Dächern und haben auf uns geschossen mit deiner Snipper. Ich habe es mitbekommen, tatsächlich. Ja. Die wahre Macht von Dadasch ist, dass über das DOJ Druck auf PD und FRB auslösen. Genau richtig. Und die Schwäche von Dadasch ist auch, dass sie Teil des Staates sind. Was ich nicht verstehe, ist, wie konnte Dadasch als IAA bei dieser letzten kleinen Runde dabei sein und mit versuchen zu beeinflussen, was in dieser Stadt geschieht. Mittlerweile sind sie auf jeder Tafelrunde. Ich habe nie verstanden, wieso ihr die in diesen inneren Kreis lässt. Das ergibt gar keinen Sinn. Die waren von Anfang an nicht für uns. Wie meinst du inneren Kreis? Coin wird bleiben, Haro. In den inneren Kreis der Tafelrunde. Die sind dabei, mir, aber während die unsere Geschäfte machen. Ich bitte euch. Das erlaubt dort. Das ist meine Familie. Die haben doch die Tafelrunde einberufen. Das ist das, was mir Westbob gesagt hat. Die haben euch alle zusammengerufen, mir, und ihr seid alle gekommen, als ob das irgendwie welche von uns sind. Meinst du, die die sonntags bei Richie sind? Nein. Ja, die haben eigentlich in gar keine Tafelrunde dazu zu sein. Selbst wenn Richie eine Tafelrunde macht und Dadasch ist da, dann sollten wir dort nicht hingehen. Die haben auf den Tafelrunden nichts zu suchen. Eigentlich nein, ja, ist recht. Du hast wirklich recht. Ist mir auch sehr komisch gewesen, das habe ich auch richtig gesagt. Was eine, was sie da machen, wenn es da um irgendwelche Routenbesprechungen geht oder sonst was. Apropos Richie, ist er
irgendwie einen sehr engen Kontakt mit Dadash? Sind Cousins und Dadash, arbeiten die miteinander? Ja, irgendwie schon, habe ich das Gefühl. Denn die haben sich letztes Mal gegenseitig in der Tafelrunde abgewechselt mit dem Reden. Also so wie ich das verstehe, versuchen die Cousins für die kriminelle Welt diese Stadt zu regulieren und Dadash für die staatliche Seite. Ich verstehe aber nicht, wie es geschafft hat, Dadash oder diese Dadash-Brüder die Leadership anerkannt zu werden in dieser Stadt. Leadership einer kriminellen Familie. Sei es Tafelrunden, sei es Gespräche, sei es Geschäfte oder sonstiges. Wir reden mit den Dadash-Brüdern, als würden sie 30 Mann in den Krieg führen können. Dabei stehen sie alleine irgendwo rum und snipen einfach nur rum. Leere Worte, leere Drohungen. Das Einzige, was sie können, ist aber den Staat auf einhetzen. Am besten wäre es, Rommel, sie und ich, wir kappen die Verbindungen von Dadash zu DOJ, PD und FIB. Und wie würdest du das machen? Wir haben doch ihre Kontakte. Ja. Sie ihre, ich meine. Dann lassen wir jetzt beginnen. Ist das für Sie in Ordnung, Mr. Bitcoin? Hat einer was zum Essen? Aber was soll das am Ende werden? Auf 1-0. Wenn Sie Dadash am Boden sehen wollen, Mr. Bitcoin, dann müssen wir denen schon mal ihre Waffen wegnehmen. Wir müssen wissen, wie in welchem Verhältnis sie mit Cousins sind. Wir müssen wissen, mit wem sie beim Start immer reden. Ob es ein Maverick, James Castle oder sonst wer ist. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen nicht mehr mit den Dadash zusammenarbeiten. Dann haben sie nichts mehr. Weil Dadash am Ende sind nur 3 Mann mit einer Sniper. Das stimmt. Wir dürfen die 3 Mann nicht unterschätzen. Unterschätzen sie 3 Mann nicht. Wieso nicht? Unterschätzen sie nicht. Die werden Druck auf jede Seite auf uns machen. Und natürlich bestimmt Alliierte nehmen. Die werden Leute bestechen mit Waffen etc. um gegen uns zu arbeiten. Also müssen wir erstmal, bevor wir arbeiten, sehr viele Hausaufgaben machen und die erstmal nicht wecken. Und wenn wir genug Sachen haben zu agieren gegen die, dann muss alles auf einmal kommen. So, dass sie keine Zeit haben mehr zu denken. Rommel, während wir gerade jetzt hier reden, wissen die, was wir gesagt haben. Die sind gut organisiert und höchstwahrscheinlich hören die alle Wohnungen ab. Also brauchen wir gar nichts zu planen. Wir müssen machen. Bei denen lohnt sich kein einziger Plan, das kannst du mir glauben. So schlimm? Was heißt so schlimm? Schau dir die ganze Elektrik an, Romano. Ich habe gehört, selbst die Elite hat eure Sachen gehackt und hier geredet drüber. Ist das richtig? Ja. Ja, was denkst du denn, was die Dadash machen werden? Also, wie gesagt, ich mache kein Geheimnis draus. Ich habe... Moment. Ich lese dir mal die SMS vor, die ich den Dadash geschickt habe. Da. Schau mal, ich zerpflücke euch alle, dich, deine Drecksbrüder, ich pisse euch allen in den Mund, warte nur ab. Mierda. Ich glaube, das war direkt. Also entweder seid ihr offiziell gegen die Dadash oder gar nicht. Sagen? Ja? Was sagst du? Ich habe mich tatsächlich noch nicht groß mit diesem Dadash da irgendwie auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, in was für einer, was die machen können, wie stark die sind, ob ich da irgendwas gegen die machen kann. Die können von einem Dach zum anderen kommen innerhalb von einer Sekunde. Die können von dem Dach innerhalb von einer Sekunde hinter dir kommen und dich mit einer MP niederschießen. Die können vieles sagen. Sie sind stark. Die Avengers oder was? Nein, sie sind die Eltern der Avengers. Aber no problema. Ich habe auch so meine ein oder anderen Fähigkeiten. Ich habe 7 Leben. Ich wurde vorhin von dem Dach mir da niedergesnippt von denen. Aber no problema, einmal Revef, ich war wieder da. Benutzt mal schön einen Finger, sagst du. Ja, deswegen, also wir haben eine gute Chance. Gut. Aber sagen wir mal, wir müssen das Szenario mal im Kopf haben. Aber wir haben das jetzt gewonnen, diesen Konflikt mit Dadash. Was habt ihr danach vor? Was machen wir da? Welchen? Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn die Dadash Ressourcen haben, die kein anderer hat, die zum Auszahlen zu zwingen. Stellen Sie sich mal vor, die sollen uns 150 auszahlen. Oder ihr habt doch gesehen, wie ich mit anderen Dann haben wir direkt Probleme mit Ich habe selber No-Clip und so alles benutzt. Das ist ganz, also, das juckt mich nicht, ne?
Dann ihr könnt, sogar auch metern als Admin-Frag. Das ist das einfach so. Oder wir ziehen Satura da rein. Das ist einfach so als Admin-Frag. Kann man machen. 50er und machen das durch 3. Aber wenn ich Izi sowas also, sage, dann auch mit. Ist klar, dass ich da so abfällig drüber rede. Das ist normal. Ist ja auch nicht so. Da das will er, dass die da das Spiel da 150er haben. Wer ist da? Das stimmt. Das wäre sogar sehr schlimm. Hola. Senor, hier ist Destiny. Ich habe Ihnen was zu sagen. Was hast du mir zu sagen? Unter 4 Augen, wenn Sie irgendwann Zeit haben. Naja, am Ende liegt das an... Gut, ich melde mich, adios. Sergens und Mr. Bitcoins Entscheidung. Was wissen Sie noch über Dadash? Hört mir zu. Ich meine keine halben Sachen. Ich will Dadash hinrichten. Dadash hinrichten? Sie. Ist Funi, das danke möglich? Schön. Ist es, natürlich ist es möglich. Mirda, ich bitte dich, Sergen, kein Mensch vermisst die. Das sind irgendwelche Nunams. Das ist kein Sergen, die jahrelang Mirda ihr Ruf aufgebaut haben. Sie sind kein Bitcoin, sie sind kein Loco, kein Breitenberg, kein Rommel, kein Jiggy, sie sind niemand. Die sind irgendwelche Babas, Dadash, die kein Mensch kennt. Die schießen mir in die Fresse, Mirda, sagen, das ist deine Hinrichtung und dann sind die tot. Das war's, keiner wird nach dir fragen, Mirda. Niemand. Nicht mal deren Eltern. Verstehe. Gut, ich werde mich mal mit den Jungs zusammensetzen. Dann werden wir zusammen entscheiden, dann werde ich dir meine Antwort berichten. Ei, Captain. Ich meine, alles klar, Sergen. Danke. Dankeschön. Adios. Alles gut. Noch eine Sache, Trommel. Im Pool. Ja. Was soll diese Sache mit Bruno? Was denn mit Bruno? Ach, das ist ein wichtiger Punkt. Was denn? Ich wollte aber immer vom Teufel sprechen, ich rufe mich gerade. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass gleich alle Autos hin kaputt sind. Was ist denn Bruno passiert? Sie haben doch heute gesagt, Bruno wird zu. Ja, der meinte, ich will zu. Der wird zu Kali. Ich hör auf mit. Ich hör auf. Bei euch Verrätern, ich gehe zu Kali. Aber der ist wahrscheinlich nur im Urlaub, sie? Puma, dankeschön. Der kommt. Der kommt wirklich, aber nur zum Schießen. Also, wenn ihr einen braucht, dann nehmt ihn. Was? Nimmt ihn ruhig, der ist gut. Er ist auf jeden Fall einmal in 6 Monaten da, das weiß ich. Aber ich werde trotzdem mal mit ihm reden. Hey, nein, ihr benimmt ihn nicht. Das geht nicht. Was? Ihr könnt ihn nicht nehmen. Das geht nicht. Habe ich nie gesagt, dass ich ihn nehme. Du redest mit ihm. Ja, natürlich. Puma, die Ace. Warte, red mal mit dem. Red mal mit dem. Ja. Ich glaube, du bist gar nicht auf den Gedanken. Der hat null Emotionen, du red mal mit dem. Hat er sich nicht mal bei mir entschuldigt oder war es Branko? So, Branko. Ja, stimmt. Der redet nie, du hörst ihn nie reden. Der hat nur mit Brett mal ein bisschen geredet. Ich kann mich auch, ja, ich Ryan, glaube mir, dass ich auch einmal mit ihm geredet. Vielleicht Dortmund damals. Mit Bruno? Ja. Nein, hier. Ich glaube, wir sind mit dem. Loco, bald geht's runter, Junge, bald geht's runter, Loco. Boah, Digga. Ja, das sag ich. Was ist los, Hermanos? Ey, jetzt müsste Bitcoin noch im Funk, oder? Ey, Hermanos, was ist los? Nö. Fahrt noch nicht los, Hermanos. Ihr wisst doch, dass Dadash versucht, mich umzubringen mit der Snapper. Mr. Bitcoin, dürfen wir über die Nacht das DOJ vernichten, oder? Nein, das kommt gerade mit dem. Wir warten gerade auf die Antwort von den OGs. Aber Mr. Bitcoin, haben Sie gemerkt, dass Rommel ehrfürchtig ist gegenüber Dadash, dass er viel mehr weiß über die und nicht zugeben wollte? Wer, Rommel? Ja, haben Sie das nicht gemerkt? Ach warte, ich bekomme keine Ausreise, ne, wegen diesem Geld. Nee. Wenn ich gebe. Nein, nicht deswegen hat er Ausreise bekommen. Er ist Offroad gefahren, deswegen. Ich lege auf Boden das Geld. Wieso sollte er, was hat er mit denen zu tun, Breitenberg? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass er sich öfters mit denen trifft, öfters mit denen redet, auch gerne mit dem DOJ. Aber so wie Rommel über Dadash. Er trifft sich öfters mit Dadash. Der den ganze macht. Ich glaube schon. Was heißt ich glaube damals schon? Damals ist es schon etwas her. Damals, wo Sie neu ankamen mit Dadash. Erinnern Sie sich, wo ich die kennengelernt habe? Ja. Damals habe ich Rommel öfters mit denen erwischt. Und jetzt tut er so, als hätte er nie Kontakt mit denen gehabt. Ja. Er weiß mehr über sie. Hm. Ich finde, das hört man sogar im Gespräch raus. Und Mr. Wittgen, was haben Sie? Wenn die alle Monate und leichtfüßig über die reden, redet er ehrfürchtig über sie. Er hat Angst vor denen teilweise oder schürt Angst. Er möchte den Macht zusprechen im Gespräch. Haben Sie das gemerkt? Einer auf den Dadash, man soll sie nicht unterschätzen. Ja, Diego. Verstehen Sie mich aber bitte nicht falsch, ja? Hey, Mowgli.
Ich weiß nicht, also ich habe ein komisches Gefühl bei denen, vor allem die letzte Aktion mit denen in der Tafelrunde, wo sie provoziert worden sind und geschossen haben, mit so welchen Leuten jetzt Seite an Seite zu kämpfen und dann unsere Auseinandersetzung untereinander. Seite. Diego. Ich meine, ja, verstehen Sie das zum Nutzen, zum Zweck, oder nicht? Ja, aber... Gracias. Ich mag die nicht, um ehrlich zu sagen. Du musst die nicht mögen. Aber wir wissen doch noch gar nicht, was passiert. Lightcom, was hast du gerade gesagt? Achso, was haben Sie geklärt mit Dadash? Mit Dadash? Ja. Gar nichts mehr da. Es wurde ja gesagt, wir sollen nicht gegen PD knallen, es wurde irgendwas ausgemacht oder so. Ja, wir haben fast 1 Million gemacht. Durch die Räuber die ganze Zeit. Wenn Alfred wieder da ist, ja. Er hat das meiste Geld, glaube ich, noch. Wieder eine Waffenlieferung, für uns war es kein Minus. Das ist nicht das Problem. Wir klären das schon. Wir klären das schon, ich komme sofort. Gute Nacht, Alfred. Genau. Okay, meine Herrschaften, ich gehe dann auch schlafen. Steige ein. Okay, warten Sie. Moment mal. Hola. Ich habe jemanden hier. Wen? Will mit dir reden. Ich hör zu. Mein Talent. Was? Wo bist du gerade? Wo seid ihr? Ach so, ich komme gleich zu euch. Ja, okay. Er ist hier, der wartet auf dich. Adios. Ach, das ist nur Loco. Was kann ich für dich tun? Also ich habe lange nachgedacht. Nee, ich habe keinen Platz in Kali. Nein, nicht deswegen. Ich habe wirklich sehr lange nachgedacht, was ich machen Monaten. Möchte. Nein, alles okay. Ola, wer ist da? Und ich war... Junge, wieder mit einer neuen Frau unterwegs. Ich hoffe, deine Frau sieht das. Gut, jetzt rede. Okay, ich hätte heute fast einen Fehler begangen. Ja, das wäre... Und ich habe lange nachgedacht. Und dann dachte ich mir, auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Stehe ich hinter dem Mann, den ich bewundere? Oder stehe ich hinter einem Mann, den ich eigentlich gar nicht kenne und nie da ist? Was steht dir dann eigentlich? Hast du einen Schaden? Was willst du von mir? Okay, Senor. Die Wahrheit ist, ich sollte sie heute abliefern. Also, ich sollte sie ausliefern. Ausliefern an wen? An Duanga. Duanga? Funas. Breitenberg, hörst du mich im Funk? Und ich wollte es wirklich tun, aber dann dachte ich mir, dieser Mann ist nie da und ich möchte die Familie nicht als Feinde, weil ich bin schon ein Feind dieser Stadt. Breitenberg. Und ich will nicht noch mehr Feind sein. Weil die Stadt macht schnell aus jemandem einen Feind. Jetzt lass doch Liebe für Breitenberg bitte da. Das heißt, du hast mich nur nicht entführt, Mirda, weil dieser Mann nicht da ist? Brauchst du sowas wie einen Vater, der dich die ganze Zeit babysittet? Wissen Sie, was ich brauche? Ich sag Ihnen ehrlich, das Problem ist, ich bin zwar emotionslos, aber kennen Sie es, wenn irgendwann ein Witz zu viel ist? Wenn irgendwann der Punkt kommt, wo Sie sagen, ich habe keinen Bock mehr? Nein, noch nie was davon erlebt. Okay, ich weiß, dass wenn ich gegen sie agiere, mein Ruf wieder heißt, oh, das ist ein Cop-Galler, oh, weil das wird jeder ganz schnell herausfinden und ich komme ja eh schon in keine Familie rein und wenn ich das mache, dann ist eh vorbei, weil ich hatte schon den Ruf als Cop-Galler, obwohl ich nie Cop-Galler war und wenn ich es diesmal tue... Und was denkst du, wieso du in keine Familie reinkommst, Astani? Dankeschön, Sonal. Weil ich viel rede. Weil du viel redest. Weil ich halt immer wieder so bin, wie ich bin. Weil ich nicht total stumm in einer Ecke sitze und die Wand anschaue. Und weil ich nicht dauermad bin. Wer ist jetzt matt? So sagt man auf der Straße, dauermatt. Ja, vielleicht hast du nicht mitbekommen, dass die Familien genau das wollen.
Also genau das, was du bist, wollen sie nicht. Aber dann verstehe ich die Aussage nicht. Man sagt, das Wichtigste ist Spaß. Und wenn man Spaß macht, dann nervt es. Das ist eine Lüge. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute hier für Spaß sind, Dastani. Das glaube ich definitiv nicht. Und dann verstehe ich nicht, warum die dann am Ende noch rummeckern, dass hier zu wenig geredet wird. Die Leute können nur meckern. Natürlich, das wird doch so bleiben. Das wird sich nicht ändern. Aber was soll ich dann machen? Du solltest wahrscheinlich... Sagen Sie mir, was soll ich machen? John. Du solltest dir etwas suchen, was zu dir passt. Ich bin anwesend, ja. Kann ich hier in der Stadt knicken? Aber ich liebe die Stadt. Kannst du nicht knicken. Oder jeder findet seine Berufung. Jeder. Absolut jeder. Mahon. Schau mal mir da hier. Dieses Haufen von Scheiße. Ich fahre einfach auf sein Anwesen drauf, weil er ein Haufen Scheiße ist. Wenn ich will, schieße ich jetzt alleine seine ganze Familie nieder, Mierda, und keiner fasst mich von denen an. Aber die sind nicht da, Senor. Die sind doch. Aber selbst der, Mierda, hat seine Berufung gefunden. Und dann willst du mir sagen, dass du deine Berufung nicht finden wirst? Also ich dachte, meine Berufung wäre so ein bisschen Fitnessstift, ein bisschen Spaß, ein bisschen Ansagen drücken. Was? Ich drück halt gerne Ansagen. Habe ich noch nie in meinem Leben von dir gehört. Doch, ich sag immer, ich wick jeden hier in der Stadt. Und ich leg euch alle hin. Ich mach euch fertig. Soll ich dich umbringen? No, das war nicht so, wie sie es verstanden haben. Ich meine damit, ich kann jeden auf den Boden legen. Und an die Wand stellen. Verstehe. Senor, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich normal sein, aber irgendwie macht das mir keinen Spaß. Und deswegen heute, was soll ich machen? Hola? Soll ich sie schnappen? Wie denn? Ja, alles klar. Wieso? Okay. Ich hab vergessen, deinen Namen zu lesen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Okay, bis gleich. Bis gleich. Aber essen. Hast du gerade irgendwas gesagt? Ich sagte, ich weiß nicht. Vielleicht solltest du das tun, was du selber nicht von dir erwarten würdest. Und dann könntest du dich eventuell entfalten. Ich kenne einfach die Stadt und ich weiß, zwar würde ich damit... Ich meine, ein Mann wie sie zu entführen ist schon was Krasses. Ich schieß dir in die Fresse, Mirda, wenn du mich entführen willst. Willst du mich verarschen? Seh. Also ich werde eh scheitern. Das ist, an sie dran zu kommen, ist ein bisschen sehr schwierig. Ja, richtig. Und zweitens, ich bin halt nicht so dauerhaft da. Ich komme immer nur um Spaß, also um die Leute zu unterhalten. Also ich stehe halt nicht so auf wie andere. Ja, verstehe. Ja, dann solltest du vielleicht einfach sterben gehen. Ich wollte nur sagen, dass die... Achso, was? Ich wollte nur sagen, dass der Staat sie versucht, in die Falle zu locken. Wie, der Staat versucht, mich in die Falle zu locken? Die Polizei. Wieso, woher weißt du das? Und ja, weil Duanga bei der Polizei ist. Dann gebe ich dir jetzt einen Gegenauftrag. Ich will, dass du ihn mir tot bringst. Oder wenn ich nicht da bin, zu den Kalis bringst. Von Ness? Okay. Lila war Kartell. Lila war was? Nimm mein Auto, das da. Lila la Kartell. Okay. Und lass die 5 Pistolen da drinnen, sieh? Da sind 5 Pistolas drinnen. Okay. Guck nicht in den Kofferraum, das war's. Ich bin Mr. Bitcoin, Patron des Kali-Kartells. Die stärksten, mächtigsten und gefürchtetsten. Und ich werde mein Kartell niemals alleine lassen, koste es, was es wolle. Ganz egal, welche Entscheidung ich treffe. Wir sind nicht irgendeine Fam, wir sind Viva la Kartell.